Hallihallo, Hallöchen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Mundaun. Da unten steht der alte Mann, zumindest sieht er ganz stark danach aus von hier oben. Wir haben die letzte Folge hier im Haus beendet. Und unsere Quest ist es, erstmal ein Bett für die Nacht zu finden. Jetzt bin ich mir nicht sicher, hier haben wir doch ein Bett, ne? Wir legen uns erstmal hin. Ich hoffe ganz stark, dass wir nicht von irgendwas geweckt werden. Und ich hoffe noch viel, viel mehr, dass es endlich mal wieder Tag wird. Dass wir uns hier die neue Gegend oberhalb des Berges mal ein bisschen genauer anschauen können. Weil die Nächte sind doch ein bisschen kräftezerrend. Mal gucken, was kommt. Ein Traum? Gut, ein schmaler Gang. Denk mal, das werden wieder die vier Personen sein aus der Kriegsmission. Also einmal der Opa, der Walter, Jeremias und der andere Typ, dessen Namen ich vergessen habe. Ich glaube H.R. oder so. Irgendwie sowas. Der Gang wird immer länger und es wird immer dunkler. Das war jetzt nicht unbedingt. Ich höre irgendwas laufen. Macht mir gerade Angst. Ach, wir haben mit unserem Ziegenkopf im Bett geschlafen. Na, so ein Kopf im Bett? Kann man schon mal machen, ne? Was macht's? Gut, wir sollen die obere Etage untersuchen. Die Tür ist offen, die war vor uns noch zu. Ist hier jemand? Ein bisschen gruselig. Wir wachen auf und machen erstmal zu hinter uns. Einmal ist die obere Etage offen. Das scheint Farbe zu sein. Ein Pinsel. Sollen wir jetzt etwa malen? Bisschen Radio im Hintergrund. Ach, und schaut mal, wie viel schöner das doch gleich aussieht. Wenn hier nicht Nacht ist. Okay, Farbe haben wir ja auch schon genau. Hier haben wir wieder diese gruseligen Maskenbilder. Und das ist Serpentini. Was haben wir hier noch liegen? Wir haben noch Bleistifte liegen. Okay. Gut, ist immer noch der Lappen, Entschuldigung. Er hat von hier aus die Brücke gemalt, aber sie ist natürlich kaputt. Malen wir das mal zu Ende. Das war's jetzt. Können wir nochmal angucken? Na, jetzt ist wieder leer. Ich weiß nicht, brauchen wir nochmal eine Tube? Nee, hat gereicht. Ach, aber die Brücke ist auch ganz. Jetzt habe ich es erst gesehen, Entschuldigung. Macht das mit dem Maler und so natürlich alles Sinn. Alles, was gemalt wird, passiert auch in der Realität. Er hatte ja einmal die brennende Scheune gemalt von unserem Opa und stand davor. Also scheint das ein magischer Künstler zu sein. Dann malen wir ihn jetzt einfach darauf, wie er im Grab liegt und das ganze Spiel ist vorbei. Gut, hier haben wir alles gesehen. Steht der alte Mann noch unten? Nein, der ist auch weg. Was war jetzt als nächstes die Quest? Walters Bunker finden, Honig finden, oberen Stock untersuchen. Okay, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen hier anscheinend noch was finden. Vielleicht einmal mit Fernglas auf Brücke gucken.
Nö. Wüsste nicht, was wir... Wir haben hier noch... Ah, wir können mit Pinsel noch weitermalen. Und die Brücke wird immer fertiger. Können wir nochmal? So. Was ist die Finio, Dracheo? Che fest, ich narr. Oh, oh. Ah, Alter, wo kommst du her? Che fest, Dico. Ja, was machst du hier? Ist mein Haus. Nicht kommen hören? Adieu. Ne, nicht kommen hören trifft's ziemlich gut, ja? Ja, weil Bode utai. Du richtest dina schreer mir teila. Ein sun in Junde quels Dilettanz. Joi las zitets, ci schriv lotten süd apertut. Brennende Scheune gemalt, auf dem Felsen dein Name, Gemälde vom kleinen Mädchen Kello. Wir können eine ganze Menge, aber die brennende Scheune würde mich doch sehr interessieren. Hast du immer ja auch in ein Klavau, Berjau? Und ein bisschen Robgeres, Joses. Du noch bist später, c'è malgorda da tut. Auf dem Felsen? Dein Name. Hast du ihn um? Tja, mein Hadjus, ko hast du ihn um? Ist gut in Scherz, c'è. Min cinco nuosche, mein Name. Giovanni Serpentini. Io avevo che te me li diavassi il grep durante la garniala nera. Oh, e non sei proprio na. Perché te lo regalò questo dun ad un tamazzi scottù. Un sbalcio sto il corriger. Oh oh. Gemälde vom kleinen Mädchen. Quasi me li diavo la mattetta? No, oh, è la passa mince taint con si scivres. Enorme libra. Ho sco da mem lo. Da fatta con mia sdunz is a grave della clapir. In un portrait sind legge. Ja, in einem Gemälde, genau. Ja, ja, il cielo da vos ilies senza falla. Quei nu vatir se te in guetta. Wo er recht hat, hat er recht. Würde ich auch nicht jedem verraten. Man, hat's fatsch in exception. Danke. Und il schleer, scuccia tu al nom nest. Olle un exposition speciella. Access privat. B sun invit. Chi è il publicum del cielo? L'elita globela. Intellectuels, neders, magnats, chirurgs. Was haben wir denn gefunden? Ziegenkopf? Nee, war nicht das Richtige. Auch nicht? Weiß nicht, was wir ihm zeigen sollen. Das hier? Qui ho scritto mia babzi per la guerra. La creatività e l'inspirazione vans nus serpentinis in famiglia. Questa tratta però di un'opera mai importante. Fiction, mitos. Vive tu babbeon. Oh, la sparia vant bgerzans. Quart zieva cel vai vagli vro il kudus. Das haben wir schon erfahren. Lura de aia drizzo eint il studio sul prim plan della chiesa. A tia mamma? E la l'abbandonò già da lunch. Non era fatta per la vita in montagna. So il diavolo c'è la viva anche in una città giù la bassa. Senza vese? Adieu, aber ich glaube, wir haben ihm nicht zum letzten Mal Tschüss gesagt. Also, alles was er malt, scheint in der Welt zu passieren. So könnte das kleine Mädchen... Vielleicht wirklich nur komplett von ihm geschaffen sein. Die Florin hieß sie. Nee, Florin. Doch, war Florin, ne? Ja. Florina, Entschuldigung. Ich wäre jetzt natürlich erstmal daran interessiert, mit unserem Muffel über die Brücke zu fahren, bevor es er wieder wegwischt. Der Serpentini mit dem Terpentin. Wir gucken nochmal eben ins Tagebuch. Wir müssen noch Honig finden und wir müssen den Bunker finden. Was ist hier los? Mit dem Gemälde kommt wieder unsere Krüppelhand. Bleib jetzt einfach mal so stehen, vielleicht passiert ja was. Das hagelt Steine. Diesmal tun sie uns nicht weh.
Alles etwas spooky. Na gut, dann lasst uns mal ins Auto setzen. Ich dachte doch, wir hatten das irgendwo hier draußen geparkt. Hey. Was soll das? Stell mein Muffel wieder hin. Wir wären gerade ganz langsam. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt wieder, weil wir ans Auto rankommen. Aber ich krieg's nicht wieder gerade hingestellt. Können wir mal ein Stück nach vorne schieben? Nee. Also entweder sollen wir jetzt gerade noch nicht fahren. Oder wir müssen es dann an so einem Gemälde nochmal herbeirufen. Dann würde ich jetzt doch erstmal hier unten schauen, ob es da eventuell weitergeht. Ach so, und der kopflose Hund, dem ich gefolgt bin, ja, ist natürlich die Ziege oder der Geist, besser gesagt, von dem wir hier den Kopf haben. Vielen Dank für deinen Tipp, ich blende mal deinen Kommentar ein. Es tut mir sehr leid, manchmal stehe ich einfach auf der Leitung. Ich habe das wirklich absolut nicht in Zusammenhang gebracht. Aber okay, dafür wissen wir es jetzt. Dank deinem netten Kommentar, vielen, vielen Dank. Dafür, so. Wir können jetzt mit dem Ding fahren. Ich glaube, das wurde uns entweder verwehrt oder wir waren noch nicht hier unten, aber ich glaube, irgendwo durften wir noch nicht lang. Wollen wir es mal riskieren? Jetzt kommen wir auch auf die Seite, wo die Brücke hätte hingeführt. Muss ein ganz schön langer Weg. Und er führt einfach ins Nichts. So langsam aber sicher würde ich dann doch sehr, sehr gern mal eine Waffe finden. Dann wären auch die Nächte um einiges angenehmer, dann können wir hier einfach durchballern. So, Kapelle, Friedhof, links, Brücke nach rechts. Wir müssen da nochmal gucken, weil Honig brauchen wir ja noch. Obwohl, doch, hier waren wir doch schon. Habe ich mich doch so erschrocken vor den... Ach, wir kommen jetzt wieder hier hinten raus. Entschuldigung. Dann war das doch verkehrt. Ja, jetzt kommen wir wieder hier ganz vorne raus. Aber hier können wir zumindest unser Muffel rufen. Und dann fahren wir halt mal zur Brücke hoch. Ja, den Honig brauchen wir definitiv noch. Und ich dächte auch, dass wir hier schon ein ganz paar Straßenschilder hatten, wo Honig dran stand, oder? Oder Bienen zumindest. Dem müssen wir jetzt mal nachgehen. So, Radio können wir auslassen. Brauchen wir erstmal nicht. Huch. Drücke den Lichtschalter um die Scheinwerfer. Wir brauchen keine Scheinwerfer. Alles bestens. Dann sind wir wieder hier, aber wir hatten doch... Hier waren Straßenschilder. Honig rechts. Bevor wir weitermachen, hätte ich halt schon ganz gern noch den Honig. Also es zeigt auf jeden Fall hier rüber. Aber noch ein neues Schild kommt leider nicht. Da oben waren wir drin, das ist das Haus von Serpentini hier. Hier gab es nur Wasser. Da unten sind wir gerade lang. Da war bloß die Seilbahn. Einzige, was halt wirklich noch wäre... Gut, hier ist die Ausstellung, da kommen wir jetzt nicht rein. Halt hier das Bild. Keine Ahnung, ob es vielleicht Bienen darstellen soll. Wenn, dann aber ziemlich schlecht. Aber es fängt halt wirklich nur mit dem Steinregen an. Ich würde jetzt einfach mal kurz noch 3-4 Sekunden stehen bleiben, aber ich glaube nicht, dass da noch mehr passiert. Nö. Au. Ah, jetzt werden wir doch getroffen. Ach, weil wir unter den Bäumen waren.
gab es vor uns keinen Schaden. Ja, aber hier am Haus war ja auch nichts weiter mit Honig. Weiß nicht, konnten wir hier nochmal links? Mit der Seilbahn sind wir ja gefahren. Hier ging es noch runter. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Wir haben nochmal ein neues Straßenschild. Das ist schon mal gut. Gibt es hier Honig? Ne, Wasser rechts, Seilbahn links und Brücke rechts. Aber kein Honig. Hier kommen wir jetzt nur zur Brücke hoch. Bringt uns allerdings nicht so viel, weil wir ja unseren Truck brauchen, beziehungsweise würde ich den schon mitnehmen, wenn wir über die Brücke fahren. Na gut. Honig ist gerade noch ein bisschen schwierig. Ich habe halt Angst, wenn wir jetzt da hochfahren, dass wir dann den Bunker vom Walter finden und der möchte ja Honig haben. Dass wir dann nicht weiterkommen und wieder zurück müssen, aber mir fällt gerade nicht ein, wo wir noch hätten gucken können. Irgendwas mit dem Bild wird es auch noch auf sich haben, dass hier Steine regnen. Aber wir sind hier rechts überall lang, wo wir hätten lang gehen können. Weiß nicht, hier oben noch? Oder das ist nur Aussichtsplattform? Ich schau nochmal schnell hierher und dann fahren wir mit dem Truck hoch. Und gucken mal, was uns dort alles erwartet. Und vielleicht erkennen wir ja was hier vom Aussichtspunkt. Sieht schon cool aus. Hier sind wir auch schon lang gelaufen, definitiv. Hier geht es nicht wirklich weiter und hier unten ist ja komplett nur Grundstück vom Haus. Na gut. Dann lasst uns mal weiterfahren, auf zur Brücke. Ist halt ein bisschen komisch mit dem Schild. Dass wir hier Honig finden, aber wer weiß. Vielleicht findet sich's ja später noch heraus. Mal schauen, ob wir schon weiter können. Da war bloß ein Schild. Wir sind ja auch schon mal hier oben gewesen. Allerdings in der Nacht. Vielleicht finden wir ja noch was hier im Hellen besser. Könnten wir bloß den Muffel rufen. Brauchen wir alles nicht. Ach stimmt, hier ging es nicht weiter, aber war hier nicht die Brücke? Nee, die Brücke ist da unten. Na, wir sind falsch gefahren. Alles klar. Blockierte Straße freiräumen. Ein Streichholz werde ich nicht drauf werfen können. Es ist ja nur Eis, oder? Ja. Na gut, wir müssen doch woanders lang. Ach, dass der nicht immer die Zündung mal anlassen kann. Wir haben da eh keinen Spritverbrauch. Ist doch alles nicht so wild. Das war ich nicht. Also einmal wieder hier runter. Und da müssen wir anscheinend doch unten lang. Hoch. Also ich glaube, hier kommen wir nicht durch mit unserem Truck. Nee, das wird nichts. Okay, dann müssen wir anscheinend doch zu Fuß. Entschuldigung, wusste ich nicht. Ist halt, wenn man hier in der Nacht mit der Paranoia im Nacken einmal rumfährt, nicht so einfach, sich alles zu merken. Ah, dann laufen wir hier runter. Hier waren wir ja gerade eben schon. War ja auch ein Schild, dass es zur Brücke geht.
Wir finden bestimmt nochmal ein Bildchen, dass wir unseren Muffel rufen können. Und wie es dann hier auf der Brücke weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Bis morgen, da geht's weiter. Macht's gut.